Ja, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Build. Ich wollte gerade Let's Play sagen, aber ist es ja nicht. Ich sollte jetzt mal hier aus dem Game Mode 3 ausgehen, sondern in Game Mode 1. Und zwar bauen wir eine neue Map, und zwar eine... Horror-Map? Eine Horror-Map, genau. Und ihr habt es schon mal am Anfang gesehen. Wir können euch auch schon mal sagen, dass Texture Pack 256 x 256 Pixel ein schönes HD Texture Pack, und wir empfehlen euch, wenn es funktioniert, bei euch auch einen Shader anzumachen während des Spiels, weil dann kommt so richtig dieser Horror-Feeling so richtig gut rüber. Ja, wie man gerade so gesehen hat. Ja. Okay, kurz zur Geschichte. Ich hatte eigentlich eine neue Idee, Kevin, und zwar... Es ist erst schwarz, man hört eben so Geräusche vom Auto, dass man so fährt, und auf einmal sagt der Sprecher so, Mist, verdammt, steigt aus, und dann kommt das Bild so, sieht man so hier die kaputte Brücke, ne, kommt nicht weiter, wenn man im Auto ist, und dann hört man so einen Baum fallen, und dann dreht man sich um, dann ist der Baum umgefallen, und dann kann man nicht mehr zurück. Ah, okay. Und deswegen muss man dann zu einem Haus, was wir noch bauen werden. Sollte man vielleicht erstmal den Zuschauern so mal erklären, also was wir dann überhaupt so planen. Also insgesamt geht es um so ein Haus, das so geerbt wird von einem Spieler halt. Wird es jetzt doch geerbt? Ich weiß nicht. Nee, ich dachte mir, er fährt einfach eben die Straße entlang und kommt nicht weiter, und deswegen sucht er nach einem Ausweg. Jedenfalls ist halt die Sache, dass man halt praktisch, dass die Geschichte halt so ist, dass man halt hier hinfährt praktisch, und man kann halt irgendwie nicht weiter. Ja. Und dann trifft man dann halt irgendwie auf dieses Haus. Keine Ahnung. Müssen wir uns jetzt noch genau überlegen, aber auf jeden Fall muss ein Haus dahin. Und noch hier ein paar Bäume und so weiter. Und weißt du, was das Problem ist? Ich habe vergessen, die Wikipedia-Seite zu öffnen, deswegen weiß ich die Commands gerade nicht. Kannst du mir den mal sagen? Welchen Command? Für den Baum. Achso, den kann ich kurz reinschreiben. Das ist B, also /B. Ja. B und dann... den Typ halt. Was war denn das nochmal? Wie hieß er? Ja, Redwood. Stimmt, da steht auch. Aber nicht Mega, ne? Einfach nur Redwood. Mega ist der ganz große. Da haben wir... ich wollte dich ja gerade noch anmerken, ne? Also, dass du oben auf den Bergen drauf, aufgrund der Wachstumslinie oder was auch immer... Da kleinere, Vegetationsgrenze, ne? Kleinere, genau. Richtig, aber sonst hauen wir jetzt erstmal hier mit Boxes Sniper. Sind die auf dem Bucket? Bucket. Gut. Craft Bucket! Ist ja im Prinzip jetzt fast das gleiche. Oh, der ist schön. Ja, das ist ein schöner Timebaum. Der Baum ist nicht von mir. Das war deiner. Nee, der hinten, der Tannenbaum hier. Ja, der war von dir. Ja, ich weiß. Ich sag ja. Naja, kann ich jetzt auch mal machen. BT Redwood. Ich nehme mal den kleinen. Oh, der ist aber auch komisch. Arrow. Immer hier den Pfeil. Ja, und sonst bleibt zu sagen, was bleibt denn zu sagen? Keine Ahnung. Ja, wird auf jeden Fall sehr lustig. Ja, Kevin meinte schon, er spielt's einfach ohne Texture Pack. Ja, genau. Okay, für ihn, obwohl es ist ja schon wichtig, dass wir es mit Texture Pack bauen, damit wir auch nachher wissen, wie es aussieht in dem Texture Pack. Ja, klar. Das ist wirklich wichtig. Wir packen das Texture Pack nachher sowieso in die Welt rein, damit ihr keine Wahl habt. Okay, theoretisch könnt ihr euch das eigene Texture Pack reintun, aber solltet ihr nicht machen. Ja, weil dann ist es halt nicht mehr so spannend. Ja. Ach, weißt du, was ich vergessen habe? Also ein paar schöne Jumpscares. Ich habe Audacity vergessen. Also es sollte nicht komplett aus Jumpscares bestehen, das steht auf jeden Fall fest. Ja? Kevin, ich habe Audacity vergessen anzumachen. Oh, schön. Nein, Spaß habe ich nicht. Hey, Leute! So lustig. Naja, ich mach mal jetzt auch mal. Der Simon, das könnte ja durchaus sein, dass das so ist. Weißt du, du musst mich damit richtig reinlegen, weil du hast ja schon eine Ewigkeit nichts mehr aufgenommen. So die Routine ein bisschen verloren. Komm. So Ewigkeit auch nicht. Ich habe letzte Woche was gemacht. Ja, aber ich meine jetzt so ein richtiges Ingame-Video. So. Es laggt. Ich kann keine Bäume platzieren. Laggt das? Jetzt geht's wieder. Ah, okay. Jetzt geht's wieder nicht. Ah, nee, es. Kommt, wenn du Shift drückst, dann geht das meistens nicht. Oder merkwürdig. Er hat da... Warte mal, okay, warte mal. BE meld. Upsala. Nee, okay. Nee, das war falsch.
Ich hatte irgendeine Einstellung, dass er den Boden quasi flach gemacht hat, wenn der Baum nicht platziert werden konnte. Und dann hat er ihn platziert, wenn der Boden richtig war. Und diese Einstellung Ah, versuche ich ja. gerade zurückzubekommen. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Mit Dings, mit Slash D und dann musst du halt die Brush-Einstellung nochmal vornehmen. Aber mit Slash D tust du die ganze B, gesamten Einstellungen E, zurücksetzen. B, Nee, E einfach und Slash D. Slash D. Slash D. Ja, Slash D. Okay, dann nochmal B, T und dann haben wir hier den hier, ne? Den Redwood. So. Passt. Das heißt praktisch, also die Straße geht dann hier weiter und dann irgendwo hier ist dann das Haus, oder was? Nee, quasi das Haus ist quasi in der Mitte vom Wald. Das hat gar keine Anbindung an die Straße, also Ja, nicht schon direkt. klar, aber die Frage ist halt die, wo wir, also wo der Spieler eigentlich herkommt. Also er kommt aus dem Aus Tunnel dem Tunnel, praktisch raus. genau. Ja. Ja, okay, gut. Und er endet Okay, dann praktisch, geklärt. ja. Hast du jetzt schon die Texturen drin vom Podsoul? Ja, du hast mir das ja eben geschickt. Es ist, glaube ich, auch angekommen. Schon. Auch im Texture-Pack drinne. Eingebaut habe ich es noch nicht, aber das ist Ah, ja das jetzt habe ich nicht so. gefragt. Das ist aber nicht so Hier, wichtig jetzt. Leute, das ist der Hauptsache. Podsoul. Habe ich extra heute nochmal getextured, gepixelt. Es sieht komisch aus, aber es sieht wirklich so aus. Habe ich extra, weil es ist ja eben auf so natürliche gepixelt und aber eben auch etwas horrormäßig, etwas unheimlich. Wie auch immer. Aber ich würde sagen, Jetzt. dieses Horrormäßige kommt auch automatisch dadurch, dass es HD ist. Wenn es so ein Ja, 8x8 klar, es wäre, ist dann so halt wär's. so realistisch halt. Ja. Das Realistische. Minecraft ist ja Weißt normalerweise eher du, so Comic. das heißt, in der Welt, in der wir leben, ist alles Horror. Oh, Das ist die alles Schlussfolgerung. HD. Alles HD. Weil es HD ist, ist Horror. Ja, genau. Ja, wie man hier hinten sehen kann, ich habe hier schon Teile von den Wie man hier hinten sehen kann. Biomen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ja, die Biome sind jetzt korrekt eingestellt, zumindest nur für einen Teil dieser Welt. Achso, ja, am besten überall dieses Biom, ne? Ja, überall, da müsstest du ja die ganze Welt auswählen, wenn das gehen Nein, klar, würde. nein, im, nein, in dem Bereich, wo wir bauen. Ja. Ja. Ist Ja, schon klar, doch, Simon. wird schon langsam mit den ganzen Bäumen. Ich stelle mich mal nochmal hier hin. Ja, Wollen wir das auch ist mal einen doch schon Schnee da besser. machen? Stunden später. Warte mal kurz. Das geht eigentlich. Ich kann nochmal Shader machen. Hier Shader und Zeus Ultra doof. Der ist doof, der Junge da. Okay, gut. Passt. Am besten nochmal ein paar große hier zwischen. Ein bisschen. Machst du große? Kann ich machen, ja. Okay. Sekunde. Mega Redwood. Und natürlich noch nachher im Boom hier jetzt hier ein bisschen rumlaufen. Und dann noch ganzen Pflanzen. Hey, Baum. Was soll das? Au! Übrigens, Erinnert mich an was? Baum? Baum! Mich nicht. Das war schon wieder so lange her, Ja, sorry, hä? Alzheimer. Skyblock. Achso, Skyblock X. ah ja. Gut, der Tipp reicht mir. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich würde gerne hier einen Baum platzieren. Darf ich Aber das das nicht? geht nicht. Ha! Ausgetrickst! Okay. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ich Ja, weiß. wir können den Fluss weitermachen. Beziehungsweise wir können mal sagen, wo der hinfließt. Ja, der fließt nach oben. Ja. Ja, genau. Ja, den könnte ich mal nach hinten weiterführen. Das ist tatsächlich wahr. Ach ja, wir haben noch ein kleines Problem. Die Straße besteht ja Du. aus. Warte mal, was ist das nochmal? Andesit? Ne, Granit ist das. Das ist ja Granit und im Fluss kommt ja Granit natürlicherweise vor. Also im Boden kommt der natürlicherweise vor. Das bedeutet, Ach, der liegt dass hier wir rum. Asphalt irgendwo im Fluss drin haben. Haben wir? Wo? Weiß nicht, also. Okay, keiner wird wahrscheinlich so genau hingucken, aber Nee, warte wir haben mal. halt Asphalt drin. Ach so, ja, das ist dieser Hier zum rote Beispiel, Stein, hier haben ne? wir Asphalt. Ja, hier zum Beispiel. Kevin, 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 Ganz Kevin. am Ende des Flusses. Am Ende Da. des Flusses. Anderer Fluss. Anderer Fluss, anderer Fluss. Ach, der Ah, Fluss. anderer Flussende. Andere Ende. Okay. Auf dieses Warum Ende. kommt fließt es hier runter? Weil ich noch nicht weitergemacht habe. Ach so. Ist. Hier, ja. Ach komm, das fällt keinem auf. Okay. Leute, Dann. euch fällt das nicht auf.
Wir haben es euch nicht gesagt. Ja. Brush Air. Nee, erstmal B. Nee, BB brauche ich. Übrigens, ich habe die Zeit nicht im Blick, weil ich das Fenster falsch aufhabe. Deswegen, wo sind wir denn? So ungefähr. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt um die, keine Ahnung, verdammt, ich bin, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, sonst blamiere ich mich noch. Ich glaube, um die 10 Minuten vielleicht, etwas weniger als 10 Minuten, denke ich mal. Das werden wir dann später genau wissen. Ich sag ja, ich blamiere mich jetzt wahrscheinlich extrem. Oh, what? Okay. War schon ein bisschen groß. Vielleicht doch einen kleineren. Ja doch, dass das passt. Machen wir 9. Eventuell sollten wir noch mal ein bisschen in die Tiefe. Ja, das merke ich jetzt erst. Wie bescheuert. Was denn? Ja, wie bescheuert. B.E. Meld. Was denn? Was denn, Simon? Eine Sekunde. T. Nein, wie war das nochmal? B? Nein. Was? L? Was willst du denn machen? Alles löschen. D? B. Ah, okay. Gott. B, E, meld. Meld? Meld. So, Leute, wieder da. Und jetzt haben wir ja gemerkt, blöde Idee gewesen, die Bäume zu bauen, bevor der Boden da ist. Oder Boden quasi eher weg ist. Und deswegen haben wir die Bäume nochmal weggehauen. Und jetzt hauen wir den Boden weg. So ein bisschen. Toll, ja. Ja. Ja, man muss ja wissen, dass hier das Ganze, was ihr hier seht, das ist ja eigentlich eine komplette Flat Map, also eine Flat World. Und die haben wir jetzt einfach komplett aus dem Boden gestampft, die Berge. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt praktisch nochmal, also die Landschaft ein bisschen natürlicher gestalten. Jo, genau. Ich weiß nicht, was natürlich ist, was ich mache, so aber... Denken, warum müssen wir das jetzt den Boden wegmachen und so, ne? Klar, ja, schon. Aber natürlich, die Fläche für das 5-Sterne-Hotel muss noch flach bleiben. Genau. Ja, das kommt am Ende vom Tunnel, weißt du, auf der anderen Seite. Ja, genau. Weißt du, dann steht man so davor, ich will aber nicht hier hin. Ja, das ist doch immer so, wenn man so Horrorspiele spielt oder so, dann ist man... Hä, warum ist da ein Command-Block? Hä, wo? Ich habe durch Brush und habe ich einen Command-Block dahin gemacht. Alles klar. Interessant. So, und jetzt haben wir noch Lift war das, ne? B. Genau. Ja. Da kannst du ein bisschen liften hier. So. Das sieht ja wunderschön aus. Das müssen wir gleich mal ersetzen. Hier mal so Gras rein. Und hier auch. Und überall. Ersetzen wir mal den Gravel. Der sieht auch sehr schön aus. Ich grusel mich da schon richtig vor. Wir nennen die Map einfach Gravel. Das ist doch genau. Die Idee. Das ist die Idee. Expand 10. Nee, doch 10. Replace 0. Water. Water. There's water there. Oh, verdammt. So. Mist! Guck Was? Mal, der Fluss fließt andersrum. Oh, ja, das ist blöd. Rein theoretisch könnten wir es sogar machen. Was? Dann kommt ein bisschen Dynamik in dieses Spiel. Es sieht so aus, als ob der Fluss tatsächlich in diese Richtung fließt. Oder soll in die andere Richtung fließen. Genau wie bei Fuck You Goethe 2. Der Fluss fließt nur in eine Richtung. Ja, in Deutschland vielleicht. Gut. So, es ist nicht so schön irgendwie. Ich muss gleich nochmal mit Smooth ran. Mit Meld. Nee, mit Smooth. Eins von beiden. Das sieht übelst natürlich aus, was du hier machst. Das sieht so aus, als ob ein Regenwurm ein bisschen zu viel gegessen hätte. dann war es ein Regenwurm, großer. Ja, das ist noch der. Wir tun diese Map mit komplett alles Mögliche zusammenballern. Mit einem riesen Sandwurm, der dann die gesamte Zivilisation. Und dann kommt Gandalf. Und dann kommen die Riesenadler. Alles klar. So ist doch schon besser, oder? So, hier ein bisschen... Oh, jetzt muss ich das Ganze nochmal auswählen. Oh. Mag ich nicht. Wenn da jetzt gleich Gras über die Sache gewachsen ist und da Bäume drauf sind... Den Witz habe ich letztes Mal gerissen. Ja.
weil ich nicht bringen wollte, weil das so unlustig war. Warte mal, ist das jetzt auf einer Ebene oder nicht? Riskier es jetzt einfach mal. Vielleicht sollte ich nicht Melt, sondern Smooth machen. Ein bisschen Smooth. Ja, Ein der bisschen Spiel. smooth muss sein. Warum ist eine Straße? Verdammt, da ist eine Straße, weil der dieser Straßenstein ist. Oh nein, du hast jetzt nicht ernsthaft den Kopf von dem umgestürzten Baum weggemacht. Nein, sorry. Du weißt schon, ne, dass ich da fast eine Viertelstunde dran saß. Ach komm, die Viertelstunde. Das ist eine ganze Folge. Ja, die nehmen wir nicht auf. Ja, genau. Herzlich willkommen zur Baumstunde. Heute Baumstunde. bauen wir einen umgefallenen Baum. Tja, sorry, Kevin. Das ist nicht fair. Bist halt ein Kevin. Gut. Eigentlich war es ein Simon, der es kaputt gemacht hat, aber Ja, aber egal. du musst es ja machen. Damit. Ja, okay, es sieht jetzt schon etwas komisch aus. Was? Ja, hier, das ist so komisch. Ja, aber wenn da Bäume so wachsen, dann siehst du das gar nicht mehr so. Außerdem musst du auch dran denken, hier ab und zu mal hier diese, wie heißt es? Dieses Podzol und dieses Coarse Dirt. Ja, das machen, stimmt, das sollten wir eigentlich auch vorher machen, bevor wir wieder. Ne? Ne? Warum ist Bevor wir das die Bäume Stein? pflanzen. Ja, weil das so ist. Also, bevor wir die Bäume pflanzen, sollten wir noch Potsville pflanzen und so weiter. Ja, Also, genau. pflanzen. Ja, und ich glaube, das war's auch jetzt für diese Folge. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Das war jetzt eher so eine Lava-Folge, so was wir jetzt vorhaben. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.